Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen und mich zunächst einmal bei den Organisatoren bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, heute hier vorzutragen. Ich finde den interdisziplinären Austausch gerade zu methodischen Fragen, was das Implementieren angeht, äußerst wichtig und interessiert mich sehr. Und es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, ihn zu pflegen als so ein Kolloquium. Von daher bin ich wirklich sehr froh, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein. Ich habe einen Vortrag vorbereitet und als ich den vorbereitet habe, muss ich sagen, war das verbunden mit einigen Entscheidungen unter Unsicherheit. Weil diese Unsicherheit, das muss ich so offen sagen, betrifft Sie. Weil ich wusste nicht, weiß immer noch nicht so richtig, wie der Zuhörerkreis besetzt ist. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, was Sie wissen, was Sie zum Beispiel über ökonomische Experimente wissen. Keine Ahnung, wie weit Ihr Vorwissen da ist. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was Ihre Erwartungen an meinen Vortrag sind. Also das Ganze war so ein bisschen Stochern im Nebel, aber ich habe dann einfach mir ganz mutig gesagt, die wissen eh nichts. Also musst du ihnen erstmal klar machen, was das ist, Experimente in der Wirtschaftswissenschaft. Und wahrscheinlich wollen sie wissen, was das taugt und ob das gut oder schlecht ist. So ungefähr ist mein Vortrag aufgebaut, dass er diese beiden Dinge versucht, so ein bisschen anzureißen. Also wirklich nur anzureißen. Ich habe gerade mit einer Kollegin zusammen, Frau Brosig-Koch, von der Universität Essen, das Manuskript für ein Lehrbuch zur experimentellen Methoden der Wirtschaftswissenschaft fertiggestellt. Das hat 400 Seiten. Okay, davon werde ich nicht alles heute präsentieren können. Das haben Sie wahrscheinlich verständigt. Also es ist schon ein sehr mächtiges Gebiet und da kann man eine Menge zu sagen. Auch da wieder eine Auswahl zu treffen, ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, ich habe die richtige getroffen. Fangen wir damit an, dass wir die experimentelle Ökonomik ein bisschen vorstellen. Es ist eine Methode, die in der Wirtschaftswissenschaft noch vergleichsweise jung ist. Bis in die 90er Jahre hinein konnten Sie Ökonomie studieren, zumindest an einer deutschen Universität, ohne jemals zu erfahren, dass es in der Ökonomie auch sowas wie Experimente gibt. Ja, das war ohne weiteres möglich. Ich kann das wirklich so authentisch berichten. Ich selbst habe in meinem Studium auch nichts von Experimenten gehört oder hätte nie erfahren, dass es Experimente gibt, wenn ich nicht in Bielefeld studiert hätte. Und damals war Reinhard Selten Professor in Bielefeld. Reinhard Selten, Nobelpreisträger, der einzige deutsche Ökonomie-Nobelpreisträger und Mitbegründer der experimentellen Methode. Und der ist immer in unsere Vorlesung gekommen und hat Versuchspersonen akquiriert. Wir haben nie verstanden, was das soll, aber immerhin wussten wir, dass es so etwas Ähnliches wie Experimente gibt. Aber das war eine Ausnahme. Bis in die 90er Jahre hinein hatte das wenig Widerhall in der Lehre, bis überhaupt nicht. Das hat sich grundlegend geändert. Heute sind Experimente in der Wirtschaftswissenschaft ein fester Bestandteil des Methodenkastens, des Instrumentenkastens, über den wir verfügen. Wir haben mittlerweile, ist es völlig klar, dass in allen wichtigen Journalen, in den internationalen Journals experimentelle Arbeiten veröffentlicht werden. In unserer Disziplin sind Publikationen in international peer-reviewed Journals das die Währung, in der wir unsere Reputation messen. Und dazu gehören auch, da tragen auch experimentelle Arbeiten in diesen Arbeiten mittlerweile gleichwertig zu theoretischen Arbeiten zu. Wir haben seit etlichen Jahren ein eigenes Field Journal, das Journal of Experimental Economics. Inzwischen gibt es noch zwei, drei andere, aber das ist das Leading Field Journal. Also das zeigt schon, dass sich die Profession da einigermaßen fest etabliert hat. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an der Tatsache, dass es mittlerweile 6 Nobelpreisträger gibt, die nicht nur für ihre experimentellen Arbeiten ausgezeichnet wurden, aber doch beispielsweise für Teile, teilweise zumindest dafür. In einem Fall allerdings gerade für den nicht-experimentellen Teil, das war gerade Reinhard Selten. Reinhard Selten ist eigentlich ausgezeichnet worden für seine theoretischen Arbeiten zur Spieltheorie, zum Konzept des zeitbeschränkten Gleichgewichts. Das ist etwas, was mit Experimentieren eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Aber er war eben gleichzeitig einer der Begründer dieser Methode in den Wirtschaftswissenschaften. Wie müssen wir das einordnen in die ökonomische Disziplin? Was ist Wirtschaftswissenschaft überhaupt? Außerhalb unserer Profession existieren da sehr krude Vorstellungen teilweise darüber, was Wirtschaftswissenschaftler eigentlich so tun. Der Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, ist letztendlich die Frage, wie sollen wir mit knappen Ressourcen umgehen? Und das tun wir als Verhaltenswissenschaftler. Das heißt,
Wir stellen uns die Frage, wie entscheiden Menschen, Individuen, wenn sie knappe Ressourcen, für die es alternative Verwendungen gibt, einsetzen wollen? Wie machen die das? Das ist das zentrale Problem, und das zentrale ökonomische Problem dahinter ist eben, dass Ressourcen knapp sind, die Knappheit nicht zu beseitigen ist und man deswegen letztendlich dieses Knappheitsproblem irgendwie in den Griff kriegen muss, indem man sich überlegt, wie man am besten damit umgeht. Ich will das nur so ganz kurz, ganz allgemein umreißen. Aber letztendlich geht es immer um die Lösung von Knappheitsproblemen bei uns. Wenn wir ein klein bisschen in die Geschichte schauen, dann muss man feststellen, die Wissenschaftsgeschichte, dass die Ökonomik sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts grundlegend von anderen Verhaltenswissenschaften in ihrer Methodik unterscheidet. Sie ist vollkommen entpsychologisiert worden damals. Es gab ursprünglich mal einen sehr starken Konnex zwischen der Wirtschaftswissenschaft, der Nationalökonomie, wie sie damals hieß, und der Philosophie auf der einen Seite und der Psychologie auf der anderen Seite. Das sind eigentlich die Wurzeln der frühen Ökonomen zu suchen. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Evolution, wenn Sie so wollen, oder auch Emanzipation, die dazu geführt hat, dass die Disziplin komplett entpsychologisiert worden ist. Dafür gab es eine Hinwendung zu formalen Theorien. Ich will Ihnen versuchen, das so ein bisschen in einer Art dogmengeschichtlichen Kurzfassung zu erläutern, wie das zustande kam. Das hängt sehr eng zusammen mit einem herausragenden Vertreter unseres Fachs, Wilfredo Pareto, 1848 bis 1923, übrigens in der Schweiz, in Lausanne, auf dem Lehrstuhl, auf dem vor ihm Leon Walras tätig war. Wilfredo Pareto ist ein, wenn man so will, Universalgelehrter gewesen. Er ist eigentlich Ingenieur, hat Ingenieurwissenschaften studiert, hat auch als Ingenieur gearbeitet, hat sich dann der Nationalökonomie zugewandt, wurde dann aber am Ende Soziologe, und sein Hauptwerk ist ein soziologisches Werk. Aber er hat unglaublichen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Wirtschaftswissenschaft genommen. Die Ökonomik befand sich zu seiner Zeit in so einer Art vorwissenschaftlichem Zustand, vielleicht kann man das so ausdrücken, gekennzeichnet war das dadurch, dass sie im Wesentlichen eigentlich als Bestandteil anderer Disziplinen gesehen wurde, insbesondere, wie schon gesagt, die Philosophie, Adam Smith, der ohne jeden Zweifel der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft ist, war schottischer Moralphilosoph, also ein Philosoph und kein originärer Ökonom. Und die Psychologie, zu der es starke Verbindungen gab, zu deren Hauptinstrumentarium damals aber, das war noch vor der empirischen Psychologie und ohne der evidenzbasierten Psychologie, vor der evidenzbasierten Psychologie, eben die Methode der Introspektion war. Was zur Folge hatte, dass ihr wissenschaftlicher Status zumindest, sagen wir mal, unklar war in vielen Kontexten. Das war die Situation, und Pareto hat diese Situation als vollkommen unbefriedigend befunden, und sein Programm bestand darin, wir brauchen eine Emanzipation von den anderen Disziplinen, wir müssen versuchen, die Nationalökonomie zu einer eigenständigen Disziplin zu machen, weil nur so können wir die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, wirklich sinnvoll wissenschaftlich lösen. Orientiert werden sollte das Ganze an den Naturwissenschaften, also man wollte sich ganz bewusst lösen von dieser, ja, der im Status nicht so ganz klaren Psychologie und Philosophie, man wollte sich orientieren an den Naturwissenschaften. Und dazu war erst einmal eine doch relativ radikale Trennung von der Psychologie notwendig. Man musste von dieser Introspektionsmethode weg, man musste hin zu Methoden, die eine intersubjektive Überprüfung erlauben, um diesen Status der Wissenschaftlichkeit zu gelangen, in diesen Status zu gelangen, dem man den Naturwissenschaften zustob. Die Frage ist natürlich, wie erklärt man als Verhaltenswissenschaft Verhalten ohne Psychologie? Wie macht man das? Das ist auf den ersten Blick relativ widersprüchlich. Das pareteanische Programm bestand von Anfang an aus, wenn Sie so wollen, zwei Teilen. Der erste Teil, der betrifft das Verhaltensmodell, das die Wirtschaftswissenschaft benutzt. Und das pareteanische Verhaltensmodell steht in dem sogenannten Rationalmodell. Was damit hintersteckt, werde ich Ihnen gleich erläutern. Der zweite Teil war dann die Wohlfahrtsökonomik auf der Grundlage des Pareto-Kriteriums. Man muss sich das so vorstellen, wenn man ökonomische
Themen, ökonomische Fragestellungen behandeln will, dann muss man einerseits eine Theorie haben, die erklärt, wie sich der Einzelne verhält, wenn er mit einer Knappheitssituation konfrontiert ist. Das sind wir alle in unseren ökonomischen Handlungen jeden Tag. Ja, wir haben alle begrenzte Einkommen, die Ressourcen sind begrenzt, wir haben Preise und so weiter. Wir müssen Wahlhandlungen vornehmen, jeder Einzelne von uns jeden Tag. Und wir müssen irgendwie eine Theorie haben, die erklärt, was Menschen tun, wenn sie mit solchen Auswahlproblemen konfrontiert sind. Aber natürlich leben wir nicht als isolierte Wesen, sondern wir leben in Gesellschaften. Und die Bedürfnisse und die Inanspruchnahme von Ressourcen, die wir jeder Einzelne für uns tätigen, die begrenzen sich gegenseitig, eben weil Ressourcen knapp sind. Das heißt, man muss auch etwas haben, man braucht eine Theorie darüber, wie man Konflikte, Verwertungskonflikte, Verwendungskonflikte von Ressourcen bestmöglich löst. Das ist der zweite Teil, das ist diese Wohlfahrtsökonomik. Man braucht beides und das Pareteanische Programm liefert beides. Was heißt Rationalmodell, Theorie rationaler Entscheidung oder Rational Choice? Ist eigentlich sehr einfach. Pareto hat gesagt, wir müssen die Wahlhandlungen von Individuen zunächst einmal begreifen als das Ergebnis eines rationalen Auswahlkalküls. Dieses rationale Auswahlkalkül setzt natürlich voraus, dass wir davon ausgehen können, dass Menschen so etwas besitzen wie eine vollständige Präferenzordnung über die Alternativen, aus denen sie auswählen. Also wenn Sie sich einfach die Wahlvorgänge, die da zu treffen sind, vorstellen, in einer sehr abstrakten Form, Sie haben eine Menge von Alternativen, aus der müssen Sie auswählen. Und die Voraussetzung ist, jedes einzelne Individuum verfügt über eine Präferenzordnung. Das heißt, es kann jederzeit angeben, wenn es zwischen die Wahl zwischen zwei Alternativen gestellt wird, welches es vorzieht, beziehungsweise ob es indifferent zwischen den Alternativen ist. Eine solche Präferenzordnung kann man dann über eine Nutzenfunktion abbilden. Eine Nutzenfunktion ist einfach eine mathematische Vorschrift, die jedem einzelnen Element dieser Menge eine Zahl zuordnet. Und mit dieser Funktion kann man dann rechnen, gewissermaßen. Das ist die Voraussetzung, die man trifft. Und wenn man diese Voraussetzung trifft, dann kann man Verhalten, individuelles Verhalten, individuelles Auswahlverhalten als das Ergebnis von Optimierung begreifen. Das ist der Kern des Rationalmodells. Ja, also Rationalität definiert sich als die konsistente Wahl bei einer gegebenen Präferenzordnung, also bei gegebenen Zielen, wenn Sie so wollen. Rationalität definiert sich damit als die Vermeidung von Fehlern. Gegeben meine Präferenzen, gegeben meine Ziele, tue ich genau das, was diesen Zielen am besten dient und mache keinen Fehler dabei. Das ist der Kern des Rationalmodells, Rational Choice. Allerdings brauche ich dann natürlich noch, wenn ich konkret werden will, auch eine Annahme darüber, wie denn die Präferenzen inhaltlich aussehen. Na, was ist denn, wie sieht die Präferenzordnung aus, wenn ich eine beliebige Menge von Güterbündeln zum Beispiel vor mir habe und jetzt etwas darüber sagen soll, was werden Menschen wählen? Nun, die übliche Annahme, die in der neoklassischen Ökonomie gemacht wurde, ist dabei die, dass Menschen Präferenzen haben, bei denen sie zuallererst an sich selbst denken und ihre nächsten Angehörigen. Und in diesem Sinne eigennützig sind und die Präferenz besitzen, mehr Einkommen ist besser als weniger Einkommen. Aber diese Annahme, das ist eine, wenn Sie so wollen, Arbeitshypothese. Und zwar eine, die man getroffen hat und die man verwendet hat, weil sie in vielen Bereichen äußerst erfolgreich ist, aber an der Ökonomen nicht gewissermaßen gebunden sind, sondern sie können sich auch sehr gut vorstellen, dass Menschen andere Präferenzen haben. Aber das ist ein Thema, da kommen wir vielleicht noch später etwas genauer zu. Die erste große Forschungsfrage des Pareteanischen Programms war dann eigentlich, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Entscheidungen, die wir so beobachten, tatsächlich das Ergebnis eines Optimierungskalküls sind? Die Antwort auf diese Frage ist alles andere als trivial und sie ist erst relativ spät geliefert worden durch die Theorie der offenbarten Präferenzen, die geht auf Samuelson zurück. Paul Samuelson und die Theorie offenbarter Präferenzen liefert uns eine Grundlage dafür, dass wir sagen können, okay, unter relativ leicht zu erfüllenden empirischen Voraussetzungen, was das Wahlverhalten von Menschen angeht, dürfen wir tatsächlich annehmen, dass da Optimierung stattfindet. Aber das hat Grenzen. Ich kann auf diese
Details im Zusammenhang da nicht eingehen. Aber dennoch, diese Theorie hat eigentlich dazu geführt, dass man gesagt hat, na gut, letztendlich können wir schon davon ausgehen, dass Menschen optimierendes Verhalten zeigen. Nun, wenn man Entscheidungen in diesem Sinne modelliert, wenn man also sagt, alles, was wir als Entscheidung beobachten, ist letztendlich nichts anderes als das Ergebnis von Optimierung, dann braucht man keine Psychologie. Dann ist es völlig verzichtbar, sich Gedanken darüber zu machen, wie Menschen Präferenzen bilden, wie sie sich verändern oder was auch immer, welche Emotionen sie dabei haben. Das ist alles völlig, völlig uninteressant. Solange man dafür ausgehen kann, die haben eine Präferenzordnung, darf ich optimieren. Und optimieren, dazu brauche ich nur ein einziges Instrument und das ist die Mathematik. Das heißt, die Mathematik ersetzt im Grunde genommen die komplette Verhaltenstheorie. Oder sie ist die ökonomische Verhaltenstheorie, wenn Sie so wollen. Ich will das mal kurz demonstrieren, was das für, wie sich das auswirkt. Das sind zwei Seiten aus einem ökonomischen Lehrbuch, Maskwell Winston Green. So sehen ökonomische Lehrbücher aus. Ja, da steht nichts von Verhalten drin, das ist reine Mathematik. Sie können sich vorstellen, wie geschockt Studenten häufig sind, die Wirtschaft studieren, weil sie nichts mit Mathe zu tun haben wollen. Ja? Und dann sehen die so etwas. Das erklärt teilweise die hohen Dropout-Raten bei uns. Aber das nur am Rande. Aber das ist die Konsequenz. Die Mathematik ersetzt im Grunde genommen die Verhaltenstheorie. Der zweite Teil des bayesianischen Programms ist die Wohlfahrtsanalyse. Das heißt die Frage, wenn wir Individualverhalten erklären können, dann ist das ja sehr schön. Aber wie sagen wir etwas darüber, wie gut, schlecht oder wie auch immer qualifiziert gesellschaftliche Zustände sind? Also wie beurteilen wir, ob die Verwendung von knappen Ressourcen, die Allokation von Ressourcen in einem gewissen Sinne sinnvoll ist, wünschenswert ist oder wie auch immer? Und wie tun wir das vor allen Dingen wertfrei? So, dass wir nicht in eine Disziplin geraten, in der man sich einfach nur gegenseitig die verschiedenen Werturteile um die Ohren haut, sondern die einen Konsens darüber erzielen kann, wann eine Allokation als gelungen zu bezeichnen ist. Nun, das geschieht im Rahmen der Wohlfahrtsökonomik auf der Grundlage des sogenannten Pareto-Kriteriums. Der Name erklärt es schon, das ist auch auf Wilfredo Pareto zurückgeht. Er hat dieses Kriterium, das bis heute wirklich die wichtigste Grundlage der Wohlfahrtsökonomie ist, ursprünglich für als Ingenieur für die Ingenieurwissenschaften entworfen. Und die Idee kann man auch sehr einfach anhand dieser ingenieurwissenschaftlichen Anwendung erklären. Er hat gesagt, die Güte einer Konstruktion, einer Maschine, kann man folgendermaßen beschreiben. Solange es noch möglich ist, eine Maschine so umzukonstruieren, dass dadurch ein Leistungsparameter dieser Maschine besser wird, ohne dass irgendein anderer Leistungsparameter schlechter wird. Solange das noch möglich ist, ist die Maschine noch nicht effizient konstruiert. Ein sehr überzeugendes Kriterium. Das hat er einfach auf die Ökonomie übertragen. Und auf die Ökonomie übertragen bedeutet es ganz einfach, eine Situation ist noch nicht effizient, die Verwertung von Ressourcen ist noch nicht effizient, solange es noch möglich ist, irgendein Individuum in der Gesellschaft besser zu stellen hinsichtlich seiner materiellen Versorgung, ohne dass man dabei ein anderes Individuum schlechter stellen muss. Also solange ich durch Reallokation von Ressourcen noch eine Verbesserung hinkriegen kann in der materiellen Versorgung von Menschen, ohne dass ich irgendeinen anderen in seiner materiellen Versorgung verschlechtern muss, solange das noch möglich ist, bin ich noch nicht in einer effizienten Situation. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, bin ich in einer effizienten Ressourcenverwendung. Nun, das ist natürlich kein wertfreies Kriterium für die Beurteilung von Allokationen. Selbstverständlich ist das werthaltig, ist das normativ. Aber es ist eine Norm, auf die man sich relativ leicht verständigen kann. Es ist ein wunderbarer Kandidat für einen Minimalkonsens. Denn warum sollte man sich mit Pareto-ineffizienten Allokationen zufrieden geben? Wenn es doch möglich ist, jemanden besser zu stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen, warum sollte man das nicht tun? Da müsste man schon sehr gut argumentieren, warum das besser sein sollte. Von daher war dieses Kriterium eines, auf das man sich relativ leicht verständigen konnte, weil es vor allen Dingen auch jeglichen Konflikt vermeidet.
Ein Konflikt entsteht ja immer dann, wenn Sie gerade keine Pareto-Verbesserung thematisieren, sondern wenn Sie jemanden besser stellen wollen und dafür jemand anders schlechter stellen müssen. Dann haben Sie einen Konflikt. Aber solange Sie sich einfach darauf konzentrieren, wir wollen erstmal Pareto-effiziente Zustände erreichen, vermeiden Sie diesen Konflikt. Das war unter anderem das Geheimnis des Erfolges des Pareto-Kriteriums und der paritianischen Wohlfahrtsökonomie. Damit ist gewissermaßen das paritianische Programm erst einmal komplett. Die Ökonomik wird zur Wissenschaft dank des Rationalmodells, kann sie dabei individuelle Entscheidungen wertfrei und intersubjektiv analysieren und braucht dazu keine andere Wissenschaft mehr außer der Mathematik. Ja, aber das ist ja okay, die wird ja überall gebraucht, von daher da keine Sorge, dass die Autonomie der Wissenschaft irgendwie bedroht wäre. Und dank des Pareto-Kriteriums können wir gesellschaftliche Zustände relativ wertfrei bewerten und Konflikte zwischen individuellen Entscheidungen und Verwertungsansprüche, die sich dort gegenseitig begrenzen, relativ konfliktfrei beurteilen. Man kann der ganzen Geschichte nicht gerecht werden, der ganzen Wissenschaftsgeschichte, die dann letztendlich auf die Experimente hinausläuft, ohne die Rolle der Spieltheorie zu erwähnen. Die Spieltheorie, deren Geburtsstunde schlägt 1944 mit dem Erscheinen des Buches Theory of Games and Economic Behavior von John von Neumann und Oskar Morgenstern. John von Neumann, ein amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft. Viele bezeichnen ihn als den größten Mathematiker seines Jahrhunderts. Oskar Morgenstern, ein österreichischer Betriebswirt, die beiden haben dieses Buch geschrieben, in dem die Grundlage der Spieltheorie gelegt wurde. 1950 gelang dann John Nash, amerikanischer Mathematiker, der Nachweis, dass jedes nicht kooperative Normalformspiel mindestens ein Nash-Gleichgewicht besitzt. Das ist das Nash-Theorem. Und dieses Theorem hat dann letztendlich dazu geführt, dass die nicht kooperative Spieltheorie zu dem wichtigsten Konzept innerhalb der modernen Wirtschaftstheorie geworden ist. Warum? Worum geht es erstmal in der Spieltheorie? In der Spieltheorie geht es darum, sogenannte strategische Interaktionen zu analysieren. Strategische Interaktionen bestehen immer dann, wenn die Entscheidung eines Akteurs, die beste Entscheidung, die er treffen kann, davon abhängt, was ein anderer Akteur macht, gleichzeitig aber das, was der andere Akteur bestens tun kann, davon abhängt, was der erste tut. Dann haben Sie eine strategische Interaktion, die zu analysieren nicht trivial ist. Und Spieltheorie und insbesondere das Konzept des Nash-Gleichgewichts liefert uns eine Möglichkeit, das zu analysieren. Und der riesige Vorteil, den das Nash-Theorem bietet, ist, diese Theorie oder diese Methode, die Spieltheorie ist erstmal nur eine Methode, eine angewandte Mathematik, sichert die Lösung von Problemen. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, eine strategische Interaktion als ein nicht kooperatives Spiel zu modellieren, dann weiß ich, das sagt mir das Nash-Theorem, das ist bewiesen, dass dieses Problem auch eine Lösung hat. Für Wissenschaftler eine ideale Situation. Ja, es gibt nichts Schlimmeres für Wissenschaftler, als über ein Problem nachzudenken, von dem sich am Ende nach herausstellt, dass es keine Lösung dafür gibt. Ja, das Lösen von Rätseln macht nur Sinn, wenn es auch eine Lösung für das Rätsel gibt. Und das sichert uns das Nash-Theorem. Das war der Grund, warum die Spieltheorie einen Siegeszug angetreten hat, der seinesgleichen sucht in der Wirtschaftstheorie. Okay. Das alles begründet das, was man die neoklassische Wirtschaftstheorie bezeichnen kann. Wenn Sie im Fernsehen oder in den Medien irgendjemanden davon reden hören, dass da jemand neoliberale Politik macht und das ist alles ganz grausam und schlecht und schlimm, dann hat das relativ wenig damit zu tun, was die Neoklassik betreibt. Neoklassik ist ein Theoriegebäude, das mittlerweile extrem groß ist, das man als einzelner Forscher nicht mehr überblicken kann und das eigentlich alle Facetten ökonomischen Lebens und alle Arten von Problemstellungen analytisch durchdrungen hat, mathematisch durchdrungen hat und das methodisch auf drei Säulen steht, nämlich einmal auf dem Rationalmodell, dann auf der paritianischen Wohlfahrtsanalyse und der Spieltheorie. Und dieses Gebäude hat einfach enorme Vorteile. Es ist ein umfassendes Analyseinstrument,
Wir können alles damit letztendlich thematisieren, wenn Sie so wollen. Es ist, liefert der Wirtschaftswissenschaft eine eindeutige Alleinstellung. Keine andere Sozial- oder Gesellschaftswissenschaft verfügt über ein gleichbar geschlossenes theoretisches Gebäude. Und das ist für eine wissenschaftliche Disziplin schon eine sehr luxuriöse Situation und erklärt die hohe Persistenz dieser neoklassischen Theorie, die übrigens auch exzellente Mechanismen entwickelt hat, um mit empirischer Kritik klarzukommen. Ja, man kommt der Neoklassik nicht so ohne weiteres bei. Okay, das ist die, wenn Sie so wollen, erstmal die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung hin zur Theorie. Wie muss man das jetzt beurteilen? Nun, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die ökonomische Modellbildung, die mit Hilfe des neoklassischen Instrumentariums möglich ist, mit dem mathematischen Instrumentarium, was wir da haben, es erlaubt, Modelle zu entwickeln, innerhalb derer Kausalnachweise absolut wasserklar möglich sind, glasklar möglich sind, weil sie schlicht und ergreifend innerhalb axiomatischer Systeme stattfinden. Und innerhalb eines axiomatischen Systems kann man die Richtigkeit eines Theorems beweisen. Man kann beweisen, dass aus bestimmten Voraussetzungen, Modellvoraussetzungen, bestimmte Modellimplikationen schlüssig folgen. Man kann auch deren Eindeutigkeit nachweisen und so weiter. Das heißt, die Kausalität ist in solchen in sich geschlossenen Modellen kein Problem. Der Kausalitätsnachweis gelingt dort zweifelsfrei. Natürlich gelten diese Kausalitäten erstmal nur innerhalb des Modells. Das ist vollkommen klar. Ja, sie sagen noch nichts darüber, ob das irgendeiner Weise eine extern valide Geschichte ist, ob es also solche Kausalitäten auch außerhalb dieses Modells in der Realität gibt. Allerdings sind diese Modelle gegenüber allen anderen Theoriebildungen in den Gesellschaftswissenschaften insofern von Vorteil, als sie eine exzellente Transparenz aufweisen. Ein neoklassischer Ökonom kann immer sagen, auf welcher Grundlage, auch auf welcher normativer Grundlage, seine Modellaussage stimmt. Warum er zu diesem und jenem Schluss kommt. Er kann alles vollkommen transparent offenlegen und jeder kann es nachvollziehen. Was für nicht alle Gesellschaftswissenschaften in dieser Form möglich ist. Das sind in der Tat erhebliche Vorteile, die diese Methodik und die Modellbildung, die neoklassische, mit sich bringt. Aber das hat natürlich einen Preis. Und der Preis ist eine ausgeprägte empirische Schwäche, die der Neoklassik immer wieder vorgeworfen wird, weil sie eben Modelle konstruiert, die so Annahmen machen wie, es existieren zwei Individuen und zwei Güter und jetzt gucken wir mal. Ja. Oder es existieren zwei Länder und der Rest der Welt existiert nicht und so weiter. Und das Ganze hat auch nur eine Periode und danach geht die Welt unter. Und also Modelle baut, die mit dem, was wir als Realität wahrnehmen, so wirklich gar nichts zu tun zu scheinen haben. Also eine starke empirische Schwäche. Und an der Stelle kommen jetzt die Experimente ins Spiel. Weil Experimente machen aus dieser empirischen Schwäche der Theorie eine Stärke. Warum? Naja, gerade deswegen, weil eben formale Theorien, mathematisch formulierte formale Theorien, insbesondere dann, wenn sie spieltheoretisch formuliert sind, ihre Voraussetzungen klar benennen, ihre eindeutigen Ergebnisse haben und man sie deswegen sehr gut 1:1 in Labore übersetzen kann, um sie dort zu testen und zu überprüfen. Es gibt eine eindeutige Übersetzung von der Theorie ins Labor. Es gibt eine eindeutige Hypothese, die theoretisch abgeleitet und bewiesen ist, und die kann ich im Labor jetzt testen. Wer kann das von sich behaupten? Welcher Gesellschaftswissenschaftler kann das für sich behaupten, dass er so etwas kann mit seinen Experimenten? Das ist auch der Grund, warum Experimente überhaupt in die Wirtschaftswissenschaft Einzug gehalten haben. Die kamen gewissermaßen huckepack mit der Spieltheorie. Die Spieltheorie beschreibt strategische Interaktionen, wie der Name schon sagt, als ein Spiel. Jedes Spiel wird beschrieben, indem man angibt, welche Spieler gibt es, welche Strategieräume haben die Spieler, welche Zugreihenfolge gibt es. Es ist so ähnlich wie in einem Gesellschaftsspiel. Wenn Sie da die Bedienungsanleitung oder die Beschreibung lesen, da stehen ähnliche Sachen drin wie in spieltheoretischen Modellen. Nur in spieltheoretischen Modellen ist das alles mathematisch formuliert und nicht umgangssprachlich, sodass man es auch mathematisch behandeln kann und lösen kann. Aber im Prinzip ist damit
jede Beschreibung eines Spiels so etwas wie eine Anleitung für die Herstellung eines Experiments. Und meine Damen und Herren, es ist ja irgendwie völlig klar, wenn Sie theoretisch solche Spiele analysieren, Wissenschaftler sind gewissermaßen per se neugierig, dass dann irgendwelche Ökonomen auf die Idee kommen, naja, warum sollen wir nicht mal diese Spiele, deren theoretische Lösung, deren Gleichgewichte wir kennen und ausrechnen, warum sollen wir die nicht mal mit richtigen, realen Menschen spielen? Ja, das liegt auf der Hand. Und genau das ist dann irgendwann passiert. Das Wesen ökonomischer Experimente besteht eben genau darin, dass man Versuchspersonen mit wohl definierten Entscheidungsproblemen unter Laborbedingungen konfrontiert. Man hat ein Entscheidungsproblem, das ist durch ein Modell beschrieben und das Modell sagt mir, wie würden rational agierende Menschen, die bestimmte Präferenzen haben, dieses Problem lösen. Und dieses Modell kann ich experimentell ins Labor übertragen und kann dort unter kontrollierten Bedingungen mir anschauen, was machen jetzt echte Menschen in dieser Situation. Die Entscheidungen, die dabei getroffen werden, haben in ökonomischen Experimenten immer auch reale Konsequenzen. Warum? Weil wir im Unterschied beispielsweise zu Psychologen ausschließlich incentivierte Experimente benutzen. Das heißt, bei uns geht es immer um Geld. Ja, um reales Geld, nicht um Spielgeld, sondern um reales Geld. Das macht die Sache manchmal ein bisschen teurer, aber das ist es uns wert, weil man auch zeigen kann, und da gibt es genug experimentelle Evidenz, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob ich Menschen vor hypothetische Entscheidungen treffe, stellen sich vor das, oder ob ich sie wirklich vor Entscheidungen treffe, stelle, bei denen sich dann entscheidet, wie viel Geld sie am Ende mit nach Hause nehmen, wenn sie das Labor verlassen. Die interne Validität ökonomischer Experimente ist extrem hoch. Ja, sie lassen sich eben wunderbar vom Modell ins Labor transferieren. Von daher kann ich sehr sicher sein, dass ich das Modell, das ich auch testen will, auch wirklich teste in meinem Experiment. Ökonomische Experimente benutzen im Wesentlichen die Methode des Treatment-Vergleichs. Es gibt also nicht ein Experiment und ich schaue mir an, was da passiert, sondern ich mache immer verschiedene Treatments, variiere dann sehr kontrolliert bestimmte Treatment-Parameter und schaue mir an, wie verändern sich die Verhalten, wie entscheidet sich das Verhalten in Abhängigkeit von dem Treatment-Variable. Natürlich können Experimente mehr als nur Modelle überprüfen, spieltheoretische Modelle. Sie können schlicht und ergreifend Regelmäßigkeiten im Verhalten untersuchen. Auch dann, wenn es dazu noch kein Modell gibt. Ross hat es mal folgendermaßen formuliert. Erwin Ross ist auch einer der 6 Nobelpreisträger, die ich eben erwähnt habe. Er hat gesagt, Experimente können zu Theoretikern sprechen, weil sie ihnen zeigen, wenn wir eure Modelle ins Labor packen und dort reale Menschen damit konfrontieren, dann passiert das und das. Und das kann gut sein, dass dann Dinge passieren, die dem Theoretiker das Material liefern, auf dessen Grundlage er dann bessere Modelle konstruieren kann, beispielsweise Modelle, die besser beschreiben, was da im Experiment tatsächlich passiert. Wir können mit Experimenten nach Fakten suchen durch systematische Beobachtung, die wiederum dafür benutzt werden können, um bessere deskriptive Modelle entwickeln zu können. Und das Letzte ist, was er gesagt hat, Experiments can whisper in the ears of princes. Ja, damit ist gemeint, man kann mit experimenteller Methode auch Politikberatung betreiben oder auch Manager beraten in Unternehmen, wenn man sie darüber informieren will, wie sie zum Beispiel die Organisation von Unternehmen bestmöglich gestalten können. Eine wichtige Funktion von ökonomischen Experimenten war von Anfang an, die Frage zu beantworten, wie weit trägt eigentlich das Rational Choice Modell. Also das Rational Choice Modell, das letztendlich auf Pareto zurückgeht und das die verhaltenstheoretische Grundlage der gesamten Neoklassik bildet. Wie weit trägt das in dem Sinne, als es das beschreibt, was wir in der Realität beobachten? Die Sinnhaftigkeit des Rational Choice Modells resultiert nicht nur daraus, dass wir damit eine zutreffende Beschreibung von bestimmten Phänomenen haben. Rational Choice macht auch ohne das noch Sinn. Auch dann, wenn es empirisch nicht relevant ist, macht Rational Choice durchaus Sinn, wird da gleich noch was zu sagen. Aber die Frage bleibt trotzdem, wie deskriptiv erfolgreich ist denn überhaupt die Rational Choice Annahme?
Den Anfang der ganzen Geschichte haben Melvin Brescher und Meryl Flood gemacht. Das waren zwei Amerikaner, deren Experimente, glaube ich, nie wirklich veröffentlicht wurden. Die haben das berühmte Gefangendilemma erfunden. Das Gefangendilemma, das war 1952, damals direkt nach der Publikation des Nash-Theorems. Und die haben sich dieses neue Konzept der Spieltheorie angesehen und haben gesagt, okay, das ist ja wirklich sehr schön, aber was passiert denn eigentlich, wenn wir mal ein Spiel konstruieren und das so konstruieren, dass das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels extrem ineffizient ist? Das ist genau im Gefangenen-Dilemma der Fall. Und dann haben sie das gemacht, haben solches Spiel erfunden und haben dann Studenten damit spielen lassen, methodisch völlig falsch, die Ergebnisse kann man nicht verwerten und gar nichts, aber sie waren die Ersten, die es gemacht haben. Und die Idee dahinter war, ja gut, ist das jetzt deskriptiv erfolgreich, was der Nash sich da ausgedacht hat, dieses Konzept des Nash-Gleichgewichts. Ein Durchbruch bei dieser Frage, wie weit trägt das Rational-Choice-Modell, ist ganz sicher die Arbeit von Gütsch, Schmidberger und Schwarz 1982. Da ging es um ein sehr einfaches Spiel, nämlich das sogenannte Ultimatumspiel. Und in diesem Experiment, das dieses Spiel untersucht hat, kam es zu einer wirklich sehr klaren Widerlegung des Rational-Choice-Ansatzes. Das Entscheidende dabei war, dass das passierte in einem sehr einfachen Spiel. Das heißt, das teilspielperfekte Gleichgewicht dieses Spiels war sehr offenkundig. Und man konnte sehr gut argumentieren, das kann nicht daran liegen, dass die Experimentteilnehmer, die Versuchspersonen, das nicht verstanden haben oder so. Sondern da war irgendwo etwas, was tatsächlich der Choice-Annahme entgegenstand. Vielleicht sollte ich das ein bisschen erklären. Was ist das Ultimatumspiel? Es ist ein Spiel, mit dem man versucht, Verhandlungen abzubilden. Und es ist wirklich extrem simpel. In jeder Verhandlung kommt es irgendwann zu dem Punkt, oder zu den meisten zumindest, dass einer der beiden Verhandlungspartner sagt, so jetzt, das ist mein letztes Angebot, ja, entweder akzeptierst du das jetzt oder lässt es, also friss oder stirb gewissermaßen, ein Ultimatum stellt. Genau das bildet dieses Spiel ab. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie haben zwei Spieler und es geht darum, einen Surplus, einen Kuchen aufzuteilen, sagen wir von 100 Euro. Der erste Spieler, der sogenannte Proposer, kann einen Vorschlag machen, wie diese 100 Euro auf die beiden zu verteilen sind. Der zweite Spieler kann diesen Vorschlag annehmen, dann wird das Geld entsprechend aufgeteilt, oder er kann den Vorschlag ablehnen. Wenn er ihn ablehnt, bekommen beide nichts. Null. Scheitert die Verhandlung. Das ist das Spiel. Was sagt die Spieltheorie zu diesem Spiel? Spieltheorie geht das Ganze von hinten an, das heißt Rückwärtsinduktion, und fragt sich erstmal, was macht der zweite Spieler? Wenn der zweite Spieler A rational ist und zweitens versucht, die Auszahlung aus diesem Spiel zu maximieren, dann wird er jedes Angebot annehmen, das ihn besser stellt als die Ablehnung. Ablehnung heißt Null. Also er wird jedes Angebot annehmen, das ihn besser als Null stellt. Das ist seine beste Antwortfunktion. Gegeben diese beste Antwortfunktion des zweiten Spielers, was macht der erste Spieler? Wenn er auch rational ist und seine Auszahlung maximieren will, er wird dem zweiten Spieler 1 Euro anbieten und 99 für sich verlangen. Und der zweite Spieler wird genau das akzeptieren. Das ist das Gleichgewicht des Spiels. Das Einzige, eindeutig, trivial, aber nicht zu beobachten im Experiment. Im Experiment wird es so gut wie nie beobachtet. Im Gegenteil, sehr häufig bieten die Proposer von vornherein 50-50 an. Nicht immer, sie machen auch andere Angebote, aber wenn sie andere Angebote machen, dann kann es sein, dass sie damit auf die Nase fallen, weil die Responder, also die Zweiziehenden, die sind bereit, diese aus spieltheoretischer Sicht völlig unglaubwürdige Drohung, ich lehne das ab, wahrzumachen. Ja, die verzichten teilweise auf erhebliche Beträge, wenn sie das Gefühl haben, sie werden unfair behandelt. Gab nach der Publikation dieses Papers 82 gab es eine kurze, sehr heftige Diskussion mit Sharkett und Sutton. Die haben ebenfalls in einem Experiment dann versucht, dieses Ergebnis gewissermaßen zu erschüttern. Es gab eine heftige Diskussion an der Stelle, aber die war relativ kurz, weil
letztendlich hat sich dann, und das ist bis heute völlig zweifelsfrei, bestätigt, dass das Ultimatumspiel eben nicht, dass man dort nicht das teilperfekte Gleichgewicht beobachtet. Es gibt wahrscheinlich inzwischen kein anderes Spiel, das so gut untersucht ist wie das Ultimatumspiel. Da können Sie Schrankwände mitfüllen mit der Literatur dazu. Also, aber seitdem ist die Frage auf dem gewissermaßen auf der Agenda, in welchen Situationen, die so ähnlich sind wie das Ultimatumspiel, also auch so einfach sind, können wir zeigen, dass die, ob die Rational-Choice-Theorie da trägt oder nicht trägt. Und das wirft vielleicht die Frage auf, warum sind denn ökonomische Experimente eigentlich so einfach? Und die Antwort ist ganz einfach die, dass man sich sagen kann, na gut, wenn es uns gelingt, in einfachen Situationen, also in Situationen, in denen eigentlich alles klar ist, zu zeigen, dass sich in diesen Situationen Spieler gerade nicht entsprechend der Rationaltheorie verhalten, dann hat diese Theorie deskriptiv wirklich ein Problem. Wenn wir das nicht darauf schieben können, dass wir sagen, naja gut, das war einfach zu komplex und deswegen haben die das nicht sofort überrissen, aber wenn man das ein bisschen übt mit denen, dann kriegen die das hin und so weiter. Deswegen machen wir sehr häufig sehr einfache Experimente. Lassen Sie mich ein bisschen etwas dazu erzählen, was dabei rausgekommen ist. Ein paar wichtige Resultate. Zunächst einmal, die experimentelle Wirtschaftsforschung hat nicht das neoklassische Gebäude aus den Angeln gehoben, insofern als es gezeigt hat, dass es deskriptiv völlig wertlos ist. Im Gegenteil. Es gibt eine große Reihe von Experimenten, die zeigen, dass das Rationalmodell eine erhebliche Erklärungskraft besitzt. Beispielsweise das Verhalten auf Märkten wird durch die rationale Rational Choice Theorie sehr, sehr gut beschrieben. Sehr erfolgreich, deskriptiv sehr erfolgreich. Wir agieren auf Märkten in aller Regel verdammt rational. Und nicht nur da, auch in vielen anderen Kontexten. Aber an vielen Stellen weichen eben Menschen in ihrem Verhalten, jedenfalls im Labor, systematisch vom Rationalverhalten ab. Wobei, das ist eine große Schwierigkeit, nicht immer so ganz klar ist, woran das liegt. Es gibt zwei Kandidaten. Entweder ist die Annahme der Rationalität falsch, das heißt, Menschen verhalten sich nicht strikt rational, sondern nur eingeschränkt rational. Die machen Fehler, die sind kognitiv limitiert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, dass die Annahme mehr ist besser als weniger falsch ist. Dass wir einfach beobachten, dass Menschen andere Präferenzen in solchen Laborexperimenten haben, als einfach nur die, das Einkommen, das sie dort erzielen, zu maximieren. Inzwischen kann man sagen, dass sehr viel dafür spricht, dass es in einem gewissen Umfang so etwas gibt wie soziale Präferenzen. Menschen denken nicht nur an ihr eigenes Einkommen. Sie haben ganz viele andere Präferenzen. Es gibt so etwas wie Ungleichheitsaversion, die kann man sehr gut nachweisen. Es gibt Reziprozität, es gibt auch Altruismus in verschiedenen Formen, Impure Altruism, reinen Altruismus, es gibt Warm Glow Altruismus, also gebendes Verhalten, bei dem der Akt des Gebens eigentlich nur interessant ist und nicht das, was bei dem Empfänger stattfindet. Es gibt alle möglichen Formen von sozialen Präferenzen und die spielen eine Rolle und die kann man im Labor sehr gut beobachten. Methodisch würde ich das Ganze oder neige ich dazu, das gerne in ein Konzept zu packen, dass das auf Reinhard Selten zurückgeht und dass ich mal Seltens methodischen Dualismus nennen möchte. Reinhard Selten hat mal einen Vortrag gehalten auf der Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik in damals, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, eine Thünen-Vorlesung und in dieser Vorlesung hat er die ganze Zeit eigentlich nur gesagt, Menschen optimieren gar nicht. Ja, Rational Choice als Käse, als Quatsch. Ja. Und die machen was anderes, die benutzen Heuristiken und so weiter. Verkürze da natürlich sehr stark. Und nach dem Vortrag hat ihn der Leiter der Sitzung, das war damals Hans-Werner Sinn, der damalige Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik, gefragt, ob er nicht vielleicht ein bisschen schizophren sei. Weil auf der einen Seite nimmt er den Nobelpreis entgegen, für die Entwicklung des teilperfekten Gleichgewichts. Das teilperfekte Gleichgewicht setzt Hyperrationalität voraus.
Das kann man nur benutzen, das benutzt können nur hyperrationale Menschen tatsächlich anwenden. Gleichzeitig sagt er aber, die sind gar nicht rational, die optimieren überhaupt nicht. Wie denn das zusammenginge? Und er hat dann gesagt, naja, ich bin kein schizophrener Mensch, ich bin ein methodischer Dualist. Und er hat gesagt, es macht Sinn, darüber nachzudenken, was eine strikt rationale Lösung ist. Weil, erstens, Menschen streben danach, rational zu sein. Wenn wir Rationalität definieren als das Vermeiden von Fehlern, dann wird jeder von uns hier im Raum sagen, dass er sich versucht, rational zu verhalten. Ja? Gegeben seine Ziele, versucht er, im Sinne dieser Ziele sich zu verhalten, konsistent zu sein, keine Fehler zu machen. Auf der anderen Seite, und das liefert uns gewissermaßen die Benchmarks, auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, dass wir bei diesem Versuch permanent scheitern, dass wir Fehler machen, dass wir vielfach Entscheidungen treffen, die nicht rational sind. In diesem Sinne. Also, sagt Reinhard Selten, macht es natürlich auch Sinn, darüber nachzudenken, wie denn Menschen tatsächlich zu ihren Entscheidungen kommen. Dafür brauchen wir Modelle eingeschränkt rationalen Verhaltens und die kriegen wir nur, indem wir beobachten und das möglichst unter kontrollierten Bedingungen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Das kriegen wir nur auf der Basis von Experimenten. Die Theorie, die daraus entstanden ist, das ist die Verhaltensökonomik, wenn Sie so wollen, nimmt heute in der Wirtschaftswissenschaft einen enormen Stellenwert ein. Wir sind heute eine Disziplin, die dual arbeitet, die das Rational-Choice-Modell genauso verwendet wie Ansätze der Verhaltensökonomik, die wieder ganz eng an der Psychologie sind und die sehr eng mit Experimenten zusammenhängen. Und beides macht Sinn und beides ergänzt sich und beides ist notwendig. Ökonomen sollten beides wissen. Sie sollten wissen, was die rationale Lösung ist und sie sollten wissen, warum wir uns häufig nicht rational verhalten. Kleine Zwischenfrage, ich habe jetzt 45 Minuten geredet, darf ich noch ein bisschen? Ich kann jederzeit aufhören, wenn Sie einfach einen Stein werfen oder so etwas, dann bin ich auch sofort still. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt natürlich Probleme bei der experimentellen Wirtschaftsforschung. Experimente sind nicht unumstritten. Natürlich wird man häufig konfrontiert mit dem Ideal eines, wenn Sie so wollen, ökonomischen Experiments. Das wäre ein kontrollierter Feldversuch oder ein natürliches Experiment, weil wir da ein Problem nicht hätten, das die experimentelle Forschung ansonsten sehr belastet, nämlich die Frage der externen Validität. Bei natürlichen Experimenten stellt sich diese Frage nicht. Nur das Problem ist, natürliche Experimente liegen nicht überall auf der Straße herum. Die sind sehr, sehr selten zu konstruieren. Was meine ich mit natürlichem Experiment? Ein Beispiel. In Bremen gibt es eine Schule, eine Gesamtschule, glaube ich, in einem Problemviertel. Also in einem Viertel, wo vor allen Dingen bildungsferne Familien wohnen. In diese Schule ist vor mittlerweile etlichen Jahren das Bremer Symphonieorchester eingezogen. Die haben neue Proberäume gesucht und haben nichts Besseres gefunden und sind dann in diese Schule gegangen. Daraufhin stiegen die Anmeldezahlen bei dieser Schule dramatisch an. Und zwar so stark, dass die Schulverwaltung sich nicht anders zu helfen wusste, als die Plätze auf dieser Schule auszulosen. Das ist für einen experimentellen Ökonom natürlich wie gemalt. Vollständig randomisiertes Experiment. Ja? Man kann jetzt, und das läuft seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Das heißt, man kann jetzt die Schüler sich angucken, die das glückslos gezogen haben, da auf diese Schule zu kommen, und die nicht dieses glückslos gezogen haben, kann deren Geschichte verfolgen und kann damit kausale Schlüsse ziehen auf die Auswirkungen, die ein solches Sinfonieorchester auf so eine Schule hat. Ich muss das im Konjunktiv formulieren, könnte man, wenn der Bremer Schulsenator die Daten dafür freigeben würde, was er aber nicht tut, ja, leider. Aber das ist so ein Beispiel für ein natürliches Experiment, aber solche Sachen kommen leider sehr selten vor. Ein kontrollierter Feldversuch, der dem nahe kommt, auch dafür ein Beispiel, das nicht ohne Zufall aus den USA kommt, weil es so etwas ist in Europa nur sehr schwer zu implementieren. In den USA
gibt es das Programm Move to Opportunity. Das ist ein groß angelegtes Experiment. Geht folgendermaßen: Man hat wieder in einem Problemviertel Haushalte zufällig ausgesucht und hat die in drei Gruppen zufällig eingeteilt. Die einen erfahren keinerlei Treatment. Die zweite Gruppe bekommt einen Mietvoucher, den sie beliebig einsetzen kann, um sich, was die Wohnungen angeht, zu verbessern. Die dritte Gruppe bekommt auch einen Mietvoucher, darf den aber nur in Nachbarschaften, also in Wohnbezirken einlösen, in denen der Armutsanteil unter 20% ist. Also nur in guten Nachbarschaften. Dieses Experiment läuft seit mittlerweile über 20 Jahren. Und man kontrolliert regelmäßig alles Mögliche. Und die Ergebnisse werden regelmäßig publiziert. Fantastisch. Kommen tolle Sachen raus, was man die Auswirkungen dieses Move to Opportunity, insbesondere auf die Kinder, die dort betroffen sind, aber auch auf die Erwachsenen. Ganz tolle Ergebnisse, wenn Sie das interessiert. In der Kaffeepause kann ich da gerne was zu erzählen. Sowas kriegen Sie in Europa nicht hin. Da steht der Datenschutz dagegen und alles mögliche andere auch. Und das ist ja auch ungerecht. Die einen kriegen den Botschaft, die anderen nicht. Ja. Sie kriegen sowas nicht mal in Unternehmen hin. Ja, wenn Sie in Unternehmen versuchen, ein Feldexperiment zu machen, in dem Sie einer bestimmten Gruppe eine bestimmte Vergünstigung geben, einer anderen Gruppe nicht, und dann gucken, wie wirkt sich das aus. Keine Chance, sagt der Betriebsrat, immer nein. Ja, weil entweder alle kriegen Vergünstigung oder gar keiner. Aber eine experimentelle Anordnung geht da nicht. Alles sehr schwierig in Deutschland und in Europa, aber gut. Die Kritik an Laborexperimenten entzündet sich an dem Abstand zu solchen idealen Experimenten. Die ist auch verständlich, aber ja, die Lösung kann nicht darin bestehen, dass man eben nur noch solche idealen Experimente macht, weil die sind praktisch nicht zu realisieren. Was ist denn das Problem von Laborexperimenten? Nun, Experimente machen natürlich nur Sinn für empirisch gehaltvolle Theorien und dann stellen sich immer zwei Fragen. Erstens, bildet das Experiment die Theorie ab? Das ist die Frage der internen Validität. Das bedeutet, sind die Anreize in dem Labor richtig gesetzt, entsprechen die denen, die man in der Theorie verwendet hat? Spielen die Versuchspersonen tatsächlich das Spiel, das wir in der Theorie behandeln? Ja? Ein Beispiel, Spieltheorie geht immer davon aus, dass Spieler sich so verhalten, dass sie ihre eigene Auszahlung maximieren und nicht etwa im Wettbewerb mit anderen sind und besser sein wollen als der andere. Das spielt in der Theorie keine Rolle, aber das kann im Experiment einspielen. Ja, also spielen die das Spiel, was sie wirklich vorhaben zu spielen. Das kann man relativ leicht lösen, die interne Validität ist sehr hoch. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, das ist die Frage der externen Validität, nämlich die Frage, sagt das, was ich da im Experiment beobachte, etwas darüber, wie die Realität funktioniert? Kann ich die Ergebnisse auf die Realität übertragen? Also können wir zum Beispiel, wenn wir im Experiment, wir experimentieren praktisch nur mit Studenten als Versuchspersonen, können wir darauf schließen, was Manager in Unternehmen tun? Ja, geht dieser Schluss? Darf man das tun? Das ist nicht so ohne weiteres gesichert. Aber, das ist ein, wie ich finde, äußerst wichtiger Punkt, diese Kritik muss man nicht nur an Experimente richten, sondern auch an jede andere Form von Wissenschaft, jede andere Methode. Jede Methode muss sich hinterfragen, ob sie extern valide ist. Das richtet sich also auch an rein theoretische Ansätze. Wenn ich ein Modell konstruiere, von dem ich dann natürlich weiß, wenn ich richtig rechne, dass die Modellausgabe stimmt, ja, unter den Annahmen des Modells. Aber auch da stellt sich die Frage, ist das extern valide? Sagt das etwas darüber, wie die Realität funktioniert? Die Situation in der Wirtschaftswissenschaft ist im Moment so, dass die Theoretiker den experimentellen Ökonomen häufig sagen, ach, das alles Quatsch, ist ja nur im Labor. Ja? Und ob das in der Realität so gilt, wissen wir doch gar nicht. Dabei aber vergessen, dass ihre theoretischen Aussagen nur im Modell gelten. Und die Übertragung in die Realität gewissermaßen das Labor überspringen muss, um gewissermaßen die gleiche Distanz zurückzulegen. Also externe Validitätsfragen stellen sich an jeder Stelle. Ich möchte noch einen Punkt machen, der in einem engen Zusammenhang mit der externen Validität steht, nämlich die Frage des Kontexts. Ökonomische Theorien sind in aller Regel so konstruiert, dass sie möglichst allgemein gelten. Das heißt, Kontexte werden vermieden.
Ein Betriebswirt würde nie eine Theorie machen, die für ein bestimmtes Unternehmen gilt, weil er will Theorien machen, die für alle Unternehmen gelten. Ein Volkswirt würde nie eine Theorie machen, die nur für einen bestimmten Markt gilt. Er will allgemeine Aussagen machen. Das ist etwas, was Experimentatoren sich zunutze gemacht haben, weil sie gesagt haben, na gut, wenn eine Theorie für sich in Anspruch nimmt, in jedem Kontext zu funktionieren, dann muss sie auch im Labor funktionieren. Ja? Also müsst ihr euch, liebe Theoretiker, auch diesem Test dann im Labor stellen. Aber dabei kann natürlich Folgendes passieren. Gary Bolton hat mal gesagt, Theorien muss man begreifen wie Landkarten. Ja? Landkarten, die abstrahieren und vereinfachen. Eine Landkarte im Maßstab 1:1 macht keinen Sinn. Ja? Wenn Sie von hier zum Bahnhof wollen, dann müssen Sie nicht wissen, wie viele Bäume irgendwo stehen. Das ist alles vernachlässigbar. Der Abstraktionsgrad hängt aber stark vom Kontext ab. Das kann man sehr schön sich klar machen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie so ein U-Bahn-Plan aussieht. Der sieht anders aus als ein Stadtplan normalerweise. Der besteht nur aus geraden Linien und Knotenpunkten. Und der ist im Kontext einer U-Bahn, ist der super. Ja, damit kommen Sie auch in jeder Stadt dieser Erde wunderbar zurecht, wenn Sie von A nach B mit der U-Bahn fahren wollen. Aber versuchen Sie mal mit einem U-Bahn-Plan in Beijing von A nach B zu kommen. Oberhalb der Erde. Das geht schief. Ja? Das ist völlig klar. Das heißt, genau das kann in Experimenten passieren. Es kann passieren, dass Experimentatoren einen Fußgänger losschicken gewissermaßen, um den U-Bahn-Plan zu testen. Das muss scheitern. Aber das liegt dann daran, dass der Kontext eben nicht entsprechend formuliert wurde. Kommen wir an der Stelle zur Frage der externen Validität zurück. Wie muss man die eigentlich jetzt beurteilen? Nehmen wir mal an, wir hätten das, was wir als experimentelle Ökonomen wirklich anstreben, nämlich stilisierte Fakten. Jedes einzelne Experiment ist nur eine Beobachtung, die singulär gilt für den Zeitraum, für den Ort, für die Versuchsperson und so weiter. Aber wenn es uns gelingt, stilisierte Fakten, die sich reproduzieren lassen, zu erzeugen, durch immer wieder neue Experimente in immer neuen Kontexten, mit immer neuen Orten und so weiter, sodass wir davon ausgehen können, dass das wirklich reproduzierbare Regularitäten sind, was haben wir dann gewonnen? Wenn wir es mal mit den Naturwissenschaften vergleichen, ich weiß, bei Wissenschaftstheoretikern muss man da sehr vorsichtig sein, aber ich behaupte mal, wenn ein Naturforscher 10.000 weiße Schwäne gesehen hat, und nur weiße Schwäne gesehen hat, in seinem Land, dann kann er behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Schwan im gleichen Land auch wieder weiß sein wird, relativ hoch ist. Sie ist nicht eins, aber sie ist relativ hoch. Das ist eine Aussage über die Realität. Wenn ein Ökonom 100 Arbeitsmarktexperimente gemacht hat und alle anderen Ökonomen haben noch mal ein paar hundert gemacht und alle zeigen ein und dasselbe, dann darf man trotzdem nicht daraus folgern, dass reale Märkte sich so abspielen, wie es im Labor passiert. Der Grund ist, weil die Beobachtungen, die wir da gemacht haben, eben nicht in der freien Wildbahn stattfinden, sondern in einem artifiziellen Laborkontext. Und wenn der eine Rolle spielt für das Verhalten, dann ist der Schluss auf die Realität nicht ohne weiteres möglich. Das ist das zentrale Problem der externen Validität. Manche Kollegen machen sich das ein bisschen einfach und sagen, naja, warum sollen wir denn nicht extern valide Ergebnisse erzeugen? Es ist doch so, zu uns kommen Versuchspersonen und die geben doch ihre Persönlichkeit nicht an der Labortür ab, sondern die verhalten sich da schon genauso, wie sie sich auch außerhalb verhalten. Die Frage ist nur, ist die Entscheidungssituation, mit der sie sich konfrontiert sehen im Labor, auch die gleiche, die sie in der Realität vorfinden? Und das ist sie ganz sicher nicht. Und deswegen gilt eben nicht, dass man einfach die externe Validität einfach voraussetzen kann. Sondern die externe Validität hängt unter anderem davon ab, wie stark die konkrete Entscheidungssituation das Verhalten bestimmt. Also die Situation, die ich im Labor vorfinde und die sich naturgemäß von der unterscheidet, die ich in der Realität habe. Wenn das bestimmend ist für das Verhalten, dann ist die externe Validität damit extrem gefährdet. Machen wir das an einem Beispiel klar. Gibt dann das allereinfachste Experiment, das es gibt, ist zugleich eines, das schon sehr, sehr häufig durchgeführt wurde, das ist das sogenannte Diktatorspiel. Das Diktatorspiel ist wirklich eigentlich gar kein Spiel, weil es keine strategische Interaktion gibt. Und zwar sieht das so aus, wir haben zwei Versuchspersonen, die kennen sich nicht, bleiben anonym. Der eine bekommt Geld in die Hand gedrückt
Und es wird ihm gesagt, okay, du kannst jetzt dieses Geld behalten oder du kannst einen beliebigen Anteil davon an den anderen abgeben. Oder die andere, du kennst die ja nicht. Ja? Das ist alles. Und dann guckt man, wie viel gibt er ab. Ja? Der stilisierte Fakt dieses Experiments, in dem man gewissermaßen die Präferenzen Geld für mich, Geld für den anderen abtestet, ist, dass Leute tatsächlich Geld abgeben. Ja? Und zwar relativ viel. Das steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was wir in der Realität beobachten. In der Realität gibt es natürlich Menschen, jeder von uns macht das, die sich von Geld freiwillig verabschieden. Ja, wir machen Geschenke, wir spenden an wohltätige Zwecke, wir unterstützen irgendjemanden, der in Not ist oder was auch immer. Aber wir tun das fast nie anonym und nie ohne Grund. Ja? Sie werden nicht beobachten, dass irgendjemand einem anderen wildfremden Menschen 10 Euro in den Briefkasten oder 10 Franken reinsteckt. Das macht niemand. Ja? Warum sollte er auch? Aber im Experiment tut das. Ja? Das heißt, die Situation im Experiment, die Entscheidungssituation, in der ich da bin, ist offensichtlich eine andere als die, in der ich in der Realität bin. In der Realität habe ich auch Geld. Und da gibt es auch andere Menschen. Ich könnte denen auch was abgeben. Tue ich aber nicht. Warum tue ich es im Experiment? Die experimentelle Situation induziert offenbar dieses Verhalten. Völlig klar. Und das ist eine große Gefahr bei Experimenten. Und wie das in diesem Fall passiert, darüber gibt es dann wieder Evidenz. Und das ist schön an Experimenten, dass man das experimentell prüfen kann. Chetty und andere haben 2002 gezeigt, naja, wenn man den Diktatoren das Geld nicht einfach in die Hand drückt, sondern man lässt sie dafür arbeiten, vorher. Ja, man gibt ihnen irgendeine Aufgabe, und die müssen sie erfüllen, dann kriegen sie das Geld dafür. Dann war es das mit den Abgaben. Ja? Das heißt, je ähnlicher die Situationen sind, umso höher die externe Validität. Ich habe mit zwei Kollegen zusammen ein Experiment gemacht. Da haben wir so ein Diktatorspiel einfach wiederholt, mit Abstand von 3 Wochen. Das haben wir 3-mal gemacht. Bei der 4. Welle, also bei der 3. Wiederholung, waren die Abgaben bei 0. Obwohl die Diktatur, die Empfänger immer neue waren. Das war immer exakt das gleiche Spiel. Aber allein die Wiederholung hat dazu geführt, dass es aufgehört hat mit den Abgaben. Und wir uns der Realität angenähert haben. Vernon Smith, auch ein Nobelpreisträger, der tatsächlich für seine Pionierleistung bei den Experimenten ausgezeichnet wurde, der sagt, naja, es kommt auf die Parallelität von Experiment und Realität an. Sie greifen nach dem Würfel. Ich deute das mal als Hinweis darauf, dass ich zum Schluss kommen soll. Ich habe nur noch 2 Folien. Okay, die überspringe ich. Jetzt ist es nur noch eine. Wie extern valide sind denn nun ökonomische Experimente? Naja, diese Frage richtet sich, das habe ich schon gesagt, aber ich will es hier nochmal wiederholen, nicht an die Experimente als ökonomische Methode, sondern an jede Methode, mit der wir umgehen. Das heißt auch an die Modelltheorie, auch an die empirische Forschung. Wir wissen, dass ein großer Teil, ein relativ großer Teil empirischer Ergebnisse, die also mit Felddaten arbeiten, sich nicht reproduzieren lassen. Es gab da Reproduktionsstudien, die das erstaunlicherweise gezeigt haben. Deshalb ist die ehrliche Antwort, die man eigentlich geben muss auf die Frage nach der externen Validität, die, dass man sagen muss, naja, wir hoffen, sie ist hoch. Aber wir wissen es nicht genau. Ich bin ein starker Verfechter einer sehr demütigen Haltung von Wissenschaft. Wir sollten niemals mehr sagen, als wir sagen können. Und wenn ich an meine eigene Disziplin denke, dann ist das eben relativ beschränkt, weil wir die externe Validität nur sehr, sehr schwer überprüfen können und sie sehr, sehr schwer nachweisen können. Das ist einfach so. Allerdings glaube ich auch, dass gute Experimente dazu beitragen können, die externe Validität von Modellen, die wir entwickeln, zu steigern. Zumindest zu steigern. Ob wir dann zu einer wirklich extern validen Aussage kommen, bleibt noch abzuwarten. Aber das können wir. Wir können damit dazu beitragen, unter Umständen bessere Modelle zu entwickeln. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. In diesem Sinne.
Vielen Dank für Ihre Geduld, die ich jetzt sehr strapaziert habe. Herzlichen Dank, Herr Weimann, für die Einblicke in das ökonomische Experiment. Gibt es Fragen, gibt es Kritik aus der Runde? Wem darf ich denn das Mikrofon übergeben? Meine Frage betrifft die externe Validität ökonomischer Experimente. Ich fange mal an mit klassischer Physik. Wenn wir da Experimente betreiben, können wir davon ausgehen, dass die Gegenstände des Experiments nicht auf unsere Experimentiererei reagieren, also nicht mit schiefen Ebenen oder sowas herumhantiere. Ebenso in der Psychologie, in manchen Fällen ja, in manchen Fällen nein. Nicht? Also ich kann sowas haben wie soziale Erwünschtheit in psychologischen Experimenten. Die Versuchspersonen kriegen irgendwie mit, was ich rauskriegen will und verhalten sich entsprechend. In anderen Fällen ist das vielleicht nicht so. Wenn ich ein Experiment mache zur Psychophysik, ist es sehr schwer vorauszusehen, was der Experimentator will. Und in der ökonomischen Theorie haben wir jetzt aber doch vielleicht eine andere Situation dahingehend, dass die Versuchssubjekte diese Theorien schon kennen oder in irgendeiner Weise internalisiert haben, weil sie ja seit 150 Jahren mit diesen rationalen Modellen bombardiert werden, sage ich mal. Und es könnte ja sein, dass ganz einfach die Kenntnis dieses Modells dazu führt, dass die Versuchsperson sich entsprechenderweise verhält. Wie kriegen Sie diesen Faktor raus oder könnte man ihn nicht konterkarieren dadurch, dass man zum Beispiel die Vorkenntnisse in ökonomischer Theorie bei diesen Versuchspersonen extra erhebt und mal schaut, wie sehr passt sich das dem an oder nicht. Zweite Frage, aber ich vielleicht. Sehr gute Frage. Das Schöne an der experimentellen Forschung ist, dass man alles auch experimentieren kann. Also man kann diese Frage auch experimentell überprüfen. Man kann sich die Frage stellen, ist das Vorwissen, das Versuchspersonen mit ins Labor bringen, hat das eine Auswirkung? Ja. Und was man sagen kann, ist, Ökonomen, also Ökonomiestudenten, verhalten sich anders als Nicht-Ökonomiestudenten. Und zwar tatsächlich in dem Sinne, dass sie sich eigennütziger verhalten und dass sie sich strategischer verhalten. Jetzt könnte man in der Tat, so wie Sie es vermuten, auf die Idee kommen, naja, das wird was mit der Ausbildung zu tun haben. Eine andere Hypothese wäre, nein, das ist kein Ausbildungseffekt, sondern ein Selektionseffekt. Ja, es studieren eher von vornherein die Leute Ökonomie, Betriebswirtschaftslehre vor allem, die eben mehr an materiellem Wohlstand interessiert sind und sich strategischer verhalten und so weiter. Wir haben das selbst mal in einem Experiment überprüft und da haben wir ein Experiment wiederholt, identisch, das von Arjen Rubinstein gemacht worden ist. Und da haben wir festgestellt, dass es in der Tat ein Selektionsphänomen ist. Also diejenigen, die wir im ersten Semester benutzt haben, die Versuchspersonen, das waren ganz frisch. Also wir haben das Semester im Oktober und im November war das Experiment, haben sich eigennütziger und strategischer verhalten als die Hauptstudium, das war damals noch Hauptstudium, nannte sich das, also siebte, achte, neunte Semester. Das heißt, die Ausbildung macht es nicht, es ist offensichtlich ein klarer Selektionsprozess, der da stattfindet. Aber davon abgesehen, weil dieser Punkt sehr wichtig ist, überprüfen, kontrollieren wir in jedem Experiment natürlich sehr genau das Studienfach der Versuchsperson. Ja, und wir versuchen das immer möglichst so hinzukriegen, dass wir eine gute Mischung haben. Weil wir wissen, wenn da zu viele Ökonomen drin sind, dann verändert das Ergebnis. Sondern wir versuchen das sehr genau zu steuern. Wir haben eine sehr ausgeklügelte Rekrutierungstechnik, die uns erlaubt, das sehr genau zu kontrollieren. Herr Langer. Machen Sie auch transkulturelle Experimente? Dass Sie also Menschengruppen, die halt in unserem ökonomischen Kontext und System aufgewachsen sind, mit Leuten vergleichen, bei denen das nicht der Fall ist? Ja, also wir haben ich bin in Magdeburg an der Uni, ich bin 1994 nach Magdeburg gekommen, also relativ
kurz nach der Wende. Und wir haben damals diese einmalige historische Situation ausgenutzt, um einen Kulturvergleich zu machen zwischen Ost- und Westdeutschland. Das war ideal, weil normalerweise, wenn Sie interkulturelle Studien machen in verschiedenen Ländern, haben Sie immer Framing-Effekte. Sie haben Währungsunterschiede, Sie haben Sprachunterschiede, Sie haben unterschiedliche Experimentatoren und so weiter. Aber in dem Fall konnten wir wirklich Experimente machen, einmal in Magdeburg und einmal an der Universität, an der ich vorher war. Meine erste Professur war in Bochum. Wir haben also in Magdeburg und Bochum experimentiert mit dem gleichen Experimentator. Ich hatte auch an beiden Unis die gleichen Vorlesungen gehalten. Also es war alles wirklich identisch und wir konnten von daher einen wunderbaren Ost-West-Vergleich machen mit einem sehr überraschenden Ergebnis. Wir haben Kooperationsverhalten untersucht und Solidaritätsverhalten. Und es kam heraus, dass die ostdeutschen Versuchspersonen sich in wirklich extremer Weise von Westdeutschen unterschieden, aber genau andersherum, als man es erwarten würde. Sie waren wesentlich unkooperativer und wesentlich unsolidarischer als die Westdeutschen. Das war, wie gesagt, 1994. Wir haben dann dieses Experiment 2009 identisch wiederholt, was viel schwieriger war, weil bis dahin, also 1994 gab es in Magdeburg so gut wie keinen westdeutschen Studenten. Da wusste man, man hat Ostdeutsche vor sich. Das war 2009 natürlich völlig anders. Da musste man sehr tricksen, um das hinzukriegen. Aber kurz Rede, langer Sinn, wir haben es wiederholt. Und hatten eigentlich die Erwartung, naja, jetzt 2009, 90 war die Wende, unsere Versuchspersonen waren so 22, 23 Jahre alt, also kann man sich überlegen, die kennen die DDR nicht mehr, die sind da nicht mehr sozialisiert worden, das müsste sich jetzt alles angeglichen haben, denkst du. Die Ergebnisse waren exakt die gleichen. Die Interpretation ist... ist natürlich spekulativ, aber meine einfachste Erklärung ist tatsächlich, dass es in der Zeit des sozialistischen Systems für jeden Einzelnen darum ging, sein persönliches Knappheitsproblem zu lösen. Und das war eine gesellschaftliche Norm, dass man das machte. Ja? Also man hat zugesehen, wenn es irgendwo was gab, was man für den eigenen Vorteil nutzen konnte, dann hat man sich das genommen. Ja, nicht umsonst heißen diese kleinen Anhänger, die man ans Auto hängen kann, die kommen aus Berlin, Sie wissen das, die heißen Klaufix, ja, hießen die in der DDR. Und das war ein gesellschaftlich sanktioniertes Verhalten, weil alle das Problem hatten. Ja. Und von daher ist meine Erklärung, dass diese Norm, sieh erst mal zu, dass du selbst klarkommst, die hat sich einfach in den Familien festgesetzt und die wird weitergegeben, die wird über Generationen auch weitergegeben, deswegen diese langanhaltenden Wirkungen. Und das sind Verhaltensnormen, die sehr schwer änderbar sind. Man kann Einstellungen relativ flott ändern. Ja, man bekommt neue Eindrücke und neue Informationen, dann ändert sich die Einstellung. Aber soziale Normen bedarfen eines Koordinationsvorgangs. Alle müssen sich umstellen. Und das passiert offenbar sehr langsam. Meine Frage wäre auch zur Reproduzierbarkeit und statt der experimentellen Ergebnisse und zur statistischen Signifikanz, kann man da allgemeine Aussagen zu machen? Also wenn man dasselbe Experiment reproduziert, jetzt in verschiedenen Ländern, wurde gerade schon diskutiert, aber vielleicht auch im selben Land, aber mit unterschiedlichen Versuchspersonen, unterschiedlichen Experimentatoren, die Versuchspersonen vielleicht unterschiedlich instruieren, hat man dann eine Situation, wo man typischerweise sehr, sehr klare, reproduzierbare Resultate bekommt? Oder gibt es eine Vielzahl von Studien, wie vielleicht manchmal in der Medizin, zur Wirksamkeit von Medikamenten, die sich widersprechen, weil die Fallzahlen gering sind, weil es komplex ist? Wie muss ich das einschätzen? Also die Reproduzierbarkeit von Experimenten ist natürlich elementar für experimentelle Forschung, weil, wie gesagt, ein einzelnes Experiment, wenn ich es als Verhaltensexperiment durchführe, sagt mir nicht viel. Es sagt mir etwas, wie sich die Versuchspersonengruppe im März 2018 in Magdeburg verhalten hat, aber auch mehr nicht. Und ich brauche also das gleiche Experiment auch noch an anderen Orten, zu anderen Zeiten, mit anderen Gruppen und so weiter, um so etwas zu gewinnen wie, ich habe es eben genannt, stilisierte Fakten. Und tatsächlich ist es so, dass
diese Reproduktionsaufgabe ein Problem ist. Es war ein wissenschaftssoziologisches Problem. Eine Replikationsstudie, die einfach das Ergebnis eines anderen bestätigt, kriegen Sie nicht publiziert. Ja, ist einfach so. Ja, keine Chance. Also warum soll man das machen? Ja, Sie müssen schon den anderen widerlegen, aber ob Sie das am Ende rauskriegen, wissen Sie vorher nicht. Ob Sie dann sich die Mühe machen, das Experiment überhaupt zu wiederholen, ist die große Frage. Nun ist es, ist es so in der Wirtschaftswissenschaft, dass wir eine relativ überschaubare Anzahl von, sagen wir mal, Grundmodellen oder Grundspielen haben, die untersucht werden. Das Ultimatumspiel, Diktatorspiel, öffentliche Gutspiele und so weiter. Trust Game etc. Es ist nicht so viele. Und die werden in Variationen wieder weiter beforscht. Aber jede Variation, da braucht man erstmal so eine Baseline. Ja? Und über diese Baseline-Versuche ergeben sich dann quasi als Beifang Reproduktion, Replikation. Und da kann man wirklich sagen, gibt es für die Standardexperimente, die man in der Ökonomik benutzt, wirklich eine große Anzahl von stilisierten Fakten, die Sie überall auch wieder beobachten können und die auch dann zu einer sehr intensiven Aufarbeitung in der Theorie geführt haben. Also in den letzten 20 Jahren sind eine ganze Reihe neue verhaltensökonomische Theorien entstanden dadurch. Ich wollte nur noch kurz kommentieren, dass dieselbe Problematik in den Naturwissenschaften natürlich auch existiert. Also wenn ich exakt das gleiche Experiment mache wie jemand anderes in der Physik, dann bekomme ich das, naja, mal zumindest nicht im gleich guten Journal publiziert. Es sei denn, es ist was extrem Bedeutendes natürlich. Dann kann man sicher auch eine Reproduktion einfach nochmal publizieren. Aber genau auf die gleiche Weise, nämlich dadurch, dass wenn ich was Neues mache, dass ich dann in meinem Versuch zunächst mal reproduzieren muss, was andere schon gesehen haben am selben System, um zu verstehen, dass mein Experiment überhaupt funktioniert, findet natürlich in den Laboren weltweit sehr, sehr viel Reproduktion statt. Und wenn sich dann dort was nicht bestätigt, dann wird das wiederum eine Publikation sein. Also so findet, obwohl es nicht unbedingt immer den Weg in die Publikation findet, natürlich sehr viel Reproduktion statt. Und ich habe den Eindruck, das ist, bei uns ganz genauso. Ja. Wir haben noch Zeit für zwei, drei Wortmeldungen. Bezüglich dieser Reproduzierbarkeit könnte man das ja auch formalisieren. Das heißt, es gibt die Studierenden, die eine Doktorarbeit beginnen, die müssen ja irgendwie zuerst Erfahrung sammeln. Und sie müssen jeweils drei oder so Publikationen haben. Und wenn man die erste davon als Reproduzierbarkeitsstudie anerkennen würde, also dass das eine ist, dann wäre mal schon viel gewonnen. Wichtig ist, dass diese Reproduzierbarkeitsstudien dann zunächst auch registriert werden, sonst sind sie wertlos. Wenn Sie jetzt einmal herausfinden, dass es nicht geklappt hat, dann reicht es, dann wissen Sie immer noch nicht, ob das an diesem Experiment lag oder nicht. Also man muss das irgendwie formalisieren. Und das ginge wohl auch da so, dass gute Journale verpflichtet würden, eine Reproduzierbarkeitsstudie zu publizieren. Natürlich nicht mit 20 Seiten, sondern vielleicht mit einer halben. Aber es gibt eine Linie für einen Studenten und das ist schon ziemlich viel wert. Also ich denke, das könnte man irgendwie versuchen zu verbessern. Weitere Wortmeldungen? Ja. Ich wollte fragen, welche Rolle spielen in der experimentellen Ökonomik solche Phänomene, die eigentlich eher der Rationalität zugeordnet werden können, wie zum Beispiel so das Schwanken zwischen Euphorie und Panik an den Börsen oder solche Phänomene, die ja sozialwissenschaftlich gut bestätigt sind in verschiedenen Gebieten, wie selbsterfüllende Prophezeiungen, nicht? Das Verhalten findet allein aufgrund dessen statt, dass jemand das prognostiziert hat, oder dann solche von Kahneman und Tversky beispielsweise untersuchten Irrationalitätsfaktoren wie Verfügbarkeitsheuristik und ähnliche Geschichten. Das ist jetzt eine reine Informationsfrage. Testen Sie sowas und unabhängig von rationalen Modellen oder gegen rationale Modelle, wie läuft das? Also bei Kahneman und Tversky spielt bei uns eine Riesenrolle. Prospekttheorie ist ja mittlerweile fester Bestandteil der ökonomischen Folklore, wenn man so will. Und natürlich sind uns auch die verhaltensökonomischen Theorien geläufig, wie Verfügbarkeitsheuristik oder viele andere Dinge. Die testen wir natürlich mit.
Ja, also wenn wir auf Phänomene stoßen, die nicht mit dem Rationalmodell übereinstimmen, nicht erklärbar sind, dann geht die Suche los, okay, was erklärt mir dieses Verhalten? Und dann klopft man natürlich erstmal die bekannten Dinge ab und geht die verhaltensökonomischen Theorien durch, also Prospekttheorie, Verlustaversion, was weiß ich, Referenzpunktbezug oder alles, was man da so hat. Kann man es dadurch erklären, ja oder nein? Wenn das alles nicht taugt so wieder zur Erklärung, dann hat man ein Problem. Denn dann braucht man eine ganz neue Theorie. Aber bevor man die entwickelt, braucht man erstmal neue Versuche, die das Ganze noch ein bisschen klarer machen, was da passiert. Das ist so der übliche Prozess, der da abläuft. Und das ist ein sehr langwieriger und mitunter sehr, sehr komplexer Prozess. Ich will jetzt mal versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Wir haben verschiedene neue Theorien gesehen oder sehen neue Theorien in der Verhaltensökonomik in den letzten 20 Jahren. Einige davon beziehen sich auf das Verhalten, das man mit Reziprozität bezeichnet. Reziprozität gibt es negative und positive Ausprägung. Positiv heißt es, wenn mir jemand etwas Gutes tut, dann bin ich bereit, den zu belohnen, auch wenn es mich was kostet. Und wenn mich jemand schädigt, dann bin ich bereit, den zu strafen, auch wenn es mich was kostet. Das ist Reziprozität. Die Frage ist, wie Sie das konzeptionell wirklich jetzt theoretisch beschreiben. Beschreiben Sie das zum Beispiel dadurch, dass Sie auf die Intention abstellen, die jemand hat, wenn er Ihnen etwas Gutes tut? Ja oder nein? Oder ist das ausschließlich konsequenzional zu sehen? Also hängt es nur davon ab, was passiert, wenn der sich so oder so verhält? Das ist eine Frage, zu der können Sie sehr unterschiedliche Theorien bauen, ja, und dann auch entsprechend viele Experimente machen, um das zu klären. Was sich bisher gezeigt hat, ist, naja, es gibt unterschiedliche Ansätze und für beide gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, also eine intentionale und eine nicht intentionale, und für beide gibt es experimentelle Evidenz. Ja? Und dann haben Sie ein Problem. Was ist denn nun wahr? Future Research will show. Herzlichen Dank. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir den ersten Block abschließen. Nochmals herzlichen Dank an Sie, Herr Weimann.